Jetzt hier schon. So, wenn jetzt alle Läufer noch 2 Meter nach vorne kommen, dann haben wir es. Los, alle 2 Meter nach vorne. Alle. Es sind nur circa 6 Schritte. Anwesenheitsliste mit. Und ich dachte, die Zeit nehmen wir uns einfach mal, zu gucken, wer so da ist. AE Engineering. Nur du. Ich wünsche dir viel Spaß. Die Alas AG. Wir haben es mit der Stiftung. Altmann GmbH. Oh. Und jetzt Achtung, meine eigenen Kollegen und Kolleginnen, die AOK Herford. Reiche Mädels. Blumenhaus Brakensee. Ja, ihr wollt mit. Bugatti. Oh, schön im Schwarz. Pass auf, ich bin die Strecke schon mal abgelaufen und so ein paar Dinge wollte ich euch auf den Weg geben. Das ist nämlich heute eine tolle Strecke, sehr abwechslungsreiche Strecke und wir müssen so ein paar Dinge gemeinsam einfach üben. Das ist zum Beispiel eine Linkskurve. Ja? Eine Linkskurve geht erstmal so auf der Stelle laufen. Ah, jetzt kommt Bewegung in die Truppe. Links, ja, so. Das läuft super. Wenn ich nach rechts laufe, lauft ihr auch nach rechts. Jetzt verbinden wir das mit einem Geräusch. Nach links. Ah. Nach rechts. Oh. Habe ich noch nicht besser gesehen. Super. Ab und zu will ja ein Kollege uns überholen. Dann müssen wir ein bisschen schneller laufen. Ja? Womöglich die AOK. Da kommt wieder eine Linkskurve. Ah. Eine rechte. Oh. Dann kommen manchmal Kanten. Wenn die Füße etwas höher gehen. Und jetzt ganz wichtig, selbst gestern waren schon tausende Fans an der Strecke. Wenn wir gleich Zuschauer sehen, müssen wir einmal winkeln. Und ich habe gesehen, einige Nachbarn stehen da. Wenn da Nachbarn stehen, dann müsst ihr so mal. Oh. Ja, okay. So, wir laufen nochmal weiter. Die Linkskurve. Ah. Die rechte. Oh. Die Nachbarin. Oh. Okay. Wie viele Minuten habe ich noch? Läuft. Okay, das müsst ihr noch wissen. Es gibt Fans an der Strecke, hatte ich schon gesagt, so Nachbarn und normale Zuschauer, es gibt riesige Fans. Da machen wir Folgendes, pass auf. Wenn ihr im Fußball EM-Fieber, dann hüpfen wir. Oh, 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 oh. Wenn wir ins Ziel kommen, das ist extrem wichtig, dass ihr da nochmal genau hinschaut. Wenn wir ins Ziel kommen, das muss nach einer absoluten Siegerpose aussehen. Also ich empfehle, ehrlich gesagt, so. Aber erstmal üben. Ja, ihr lauft so, ne? Warten wir mal, sind die Fans da gewesen? Oh, 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 oh. Nochmal. So, wenn wir ins Ziel einlaufen. So, sehr vorragend. Und jetzt machen wir es alles auf dem Ziel. 3 Minuten habe ich noch. Und los, ich habe mit was. Die Nachbarin.
Kurve. Oh! Und der linke. Ah! Aber ich sollte es immer anders machen, ne? Wir gehen jetzt noch einmal in die Zuschauer. Das hat mir keiner gesagt. Mit dem Konzert. Haben wir noch Programm? Einige direkt.
Hallo. Ja, wunderbar. Also ich kämpfe zwar ein bisschen mit mir, aber die Laufstrecke ist schön, macht auch Spaß. Wenn ich mal die anderen Läufer sehe, sind alle gut drauf. Ich glaube, das kann was werden heute. Bitte gerne. Danke. Halbzeit. Nummer 7024, das ist dann eigentlich sogar eine Walker-Nummer, das war gerade Hammerlich, haben wir nicht, ist ein abgemeldet, die 122, das ist der erste Läuferrennen, die standen, also der erste auf der Liste haben, dann die Klinikkunden von Philip Water Solutions mit der 5199 Zieleinlauf nach der Zeit. Jetzt um die 17 Minuten herum über Hecker und hat die Lücke Nummer 307. Das war Felix Samson. Da kommt die erste Läuferin. Startnummer 373. Die erste Läuferin, Valentina Lupheide von der Hansestadt Herford. Mit der Startnummer 686. Johann, der geht zu Vereinsmäßig zu Königs. Lübeck, da ist er hier für Bielefeld, das ist Gerhard Stritschki, ein Läufer, der zu Sus Phoenix Bielefeld gehört. Hier aber von seinem Algenarwechsel. 1757. Die 5000er Startnummern, die werden wir nicht wirklich haben, die 5181, nein. 434 wurde an den Gerhard Düger gegeben, er hat das Ziel an ein hohes Tempo 138. Schnell war er unterwegs. Der Erik Schmelin vom Zinnenbauer Solutions. Im Moment sind wir aber knapp über 18 Minuten.